Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir Monster gejagt und anderes Kleinzeug erledigt. Und jetzt nehme ich mal an, je nachdem wie lange das dauert, ich habe mich immer noch nicht ausgeruht. Das war vor 5 Minuten jetzt, ey. Ich komme auf der Karte nicht klar, ne? So, holen wir uns erstmal aus. So, als Abschneider. So, 50, ey. Für 9 Personen, ja. Um 9 Personen unterzubringen. So. Wir haben eine Katze ja noch gefunden und da haben wir eine Katze gefunden und so weiter und so fort. So, wir müssen für einige Charaktermissionen wieder durch die ganze Welt. Und zwar erstmal Shandu. Shandu, das klingt irgendwie nach Elise. Wir sagen, es ist Elise. Geh da hinten. So, Elise? Du bist nicht Elise. Okay, was zum Teufel? Ich dachte eigentlich, du wärst derjenige, der in Fenmont hier Geschichte fortgesetzt bekommt, aber egal. Schutzpflicht, Kapitel 3. Hi, na? The Ariel Arena is as lively as ever. I just can't get excited about it now. This sort of thing has always been lost on me. Es ist eben einfach nicht ein Ding. Geben das ein, oder? Ach komm, fass dir ein Herz und zeig endlich mal ein bisschen Enthusiasmus. Ja. Zeigen wir mal Sympathie. Ja. Kresnik. Ho, ho, ho. Natürlich nicht. Wenn man nur die Augenbrauen sieht, macht das irgendwie noch besser. Ja. Was ist mit Celsius? Ich würde mich darüber freuen. Verdammt, nichts bekommen. Pleasure is all mine. Do-gooder. Such a do-gooder. I'll lend a hand too. It's a lovely day to kill monsters. Sollen wir die Weihnachtsklamotten erstmal ausziehen? Ja, eigentlich ist ja Weihnachten vorbei. Mittlerweile. Lass mal machen. Ja, Bams. Bams. Nenn ich Hutfrisur. Wow. Jedenfalls erstmal für die, die wir ja mitnehmen. Für die normalen Leute hier. Ja, wen nehmen wir noch mit? Ist ja wohl klar. Will Jude hat eigentlich auch Heilfähigkeiten, deswegen. Ach, nehmen wir mal irgendjemand anderen mit. Und zwar. Rome, mit dir bin ich schon. Ja, okay, Rome, bleib du drinne. Musst du aber auch deine Weißklamotten erstmal ausziehen. Wir müssen ja jetzt den 28. Dezember haben. Ich habe deine Beute vergessen, Entschuldigung. Deswegen ist er jetzt schon mal wieder vorbei. Aber egal. Ich zeige irgendwann mal ein paar andere Dinger hier anzuziehen. Erstmal mit dem Monokel hier. Da wo ist Rons Brille? Hier. So, wo müssen wir hin? Labarikessel, genau. Das habe ich gewusst. Da sind jetzt neue Missionen oder so aufgetaucht, die ich einfach so abgeben kann. Ich bin kurz davor, eine Bronzesiegel abzulegen. Labarikessel, Labarikessel. Duval, was? Okay. Da stand vorhin nix. Aber ich muss aufpassen. Ist da unten das Viech weg? Jude und Spirit. Of course, that has to be it. And with Spirites, if we use this formula. I just had an idea related to my research.
I wanted to get it down before I forgot. Sorry, didn't mean to surprise you like that. Schon gut, ich weiß ja, wie wichtig das für dich ist. Klar, aber ich weiß, dass du in Wahrheit einen Liebesbrief schreibst. Ja. Was? You know, you really are a nice guy. I mean, in the sense that you're just naturally considerate. You always understand what I'm trying to say. It's like we're already old friends. Yeah, I know. How are you supposed to respond when I say something like that? Sorry, but forget I mentioned any of this. Okay. Sag mir nicht, ich muss das Viech hier erledigen. Ja, und ich weiß, was dieses grüne Ausrufezeichen ist. Das ist hier Dingens, weiß ich nicht. Hier diese Tengu-Maske-Quest, die ich abgeben muss. Look, someone's here. We better warn them about the monsters. Wo ist jemand? Ja, wo? Oh. Dann siehst du schon wieder Jude. Was ist los mit dir? Komm erstmal hier. Weiß ich nicht, galt. Wer weiß. Wo hast du schon wieder was gesehen, Jude? Wo, ich glaube, da war jetzt Verschwendung, das Ding zu benutzen. Bump. Eingesagt, joink. Joink. Jetzt sage ich auch immer, wenn ich irgendwie an so einem Markt oder so vorbeilaufe, so öffentlich einfach so, weiß nicht, so Obststände oder so sind, wo man sich theoretisch einfach bedienen könnte. Niemand würde was merken. Dann gehe ich einfach immer so an den Ständen vorbei und sag einfach joink, nur um zu gucken, ob irgendjemand von den Verkäufern da so reagiert und so wat mir so hinterher guckt. Wat? Und in der Bahn, das habe ich auch gerne. Keine Ahnung. Ich glaube, gehe da einfach so rein, setz mich irgendwo hin, rede mit den Kollegen und sag einfach so, den schnappen wir uns. Dabei sagen, haben wir überhaupt nichts vor, sagen dann einfach nur so und gucken, was für Reaktionen dabei vorkommen. Richtig schön. Einer hat sich schon mal umgedreht. Sind wir mal so die Treppe irgendwo hochgelaufen. Sagt einer von uns so, den schnappen wir uns. Dann dreht er sich so. Ja, ist immer so schön, die Reaktion von anderen Menschen zu beobachten. Nur so nebenbei. Ich bin nicht verrückt. Okay. Nee. Seid ihr Bedrohung im Labarkessel. Ich hoffe, ihr meint jetzt nicht wirklich das Viech. Weil wenn ihr das Viech meint, dann bin ich tot. Hoffentlich kommt da unten, wenn ich da ankomme, eine Katze oder irgendwie sowas. Oh, meine Katze. Lega Tequila, schon wieder. Fehlt noch irgendwo eine Dingens? Nee, ne? Eine Katze. Banauer Höhenstraße, Banausen Höhenstraße, wie soll ich muss noch die Rakete finden, genau. Rakete. So. Ja, ich will jetzt, dass irgendwo ein Viech auftaucht, weil bald bin ich unten angekommen und dann, ja, war ein Problem. Da. Boah, Gott sei Dank. Jude. Monster. Willst du wirklich nur so einfach ein paar kleine Monster erledigen? Wie Minenpflanze Berserker. Rowan. Boah, zum Glück habe ich dich mitgenommen. Zurück habe ich Ron mitgenommen, hallo? Mein Gott, die halten voll viel aus, sehe ich gerade. Eine 60.000 HP sind eigentlich nicht so typisch für solche Viecher. Ich kann fliegen, ich kann fliegen, guck mich mal an. Genau wie dieser eine Angriff von Gaius hier, dieser fliegende Dämonenzahn oder irgendwie sowas. Irgendwie auch irgendwie so, habe ich auch so Spaß gehabt.
könnte man sich auch nur denken, so was. So, ich habe ja, ich habe schon mal mein Ding aktiviert. Weil warum nicht? Wow, ihr seid vergiftet mit all das gute Zeug. Sehr gut. Nein. Wutsch. So, jetzt schnell ein Dings noch auffüllen. Sehr gut. Oh, dauert viel zu lange. Oh, damit kannst du auch diese Kreuzattacke aktivieren. Sehr gut. Sehr schön. Er trifft nur einen Gegner. Willst du mich auf den Arm nehmen? Hätte locker das ganze Feld hier zerstören können. Wutsch. Und für ganzes Kreuz. Mit ihm kann ich den Dämonenzahn irgendwas machen. Mit den anderen nicht. 120 Elementerz, was? Hätte ich mal Dings eingesetzt. Los, nochmal neu laden. Okay, das war viel. I almost bought the farm, and without a single heart herb to show for it. Talk about tragic. You were looking for heart herbs? You're in the wrong place for that. You're better off searching closer to the Mon Highlands. You're kidding. I must have taken the wrong path from Shandu. No wonder everything looked so unfamiliar. Wait, don't I know you? You're Dr. Jude Mathis, aren't Professor you? Professor Dr. Jude Mathis. Yeah, that's me. I knew it! My husband is taking part in one of the clinical trials of your new Spyrite device. Oh, I had no idea. Please tell him I'm thankful for his help. Never mind that. Why did you cancel the trials? Oh, that. The device was really helping him, too. We couldn't believe it when they insisted he stop using it. My husband is strong. He'll get by without it. But we're certainly not happy about the situation. Once you get used to doing something the easy way, it's hard to go back, you know? Ah, so the heart herbs are for your husband. If you're really grateful for our participation, then why not just let us use the device again? Nothing would make me happier. But unfortunately, we discovered a defect in the device. A defect? When will it be fixed? Well... Don't tell me I'll need to keep gathering herbs for the rest of my life! What? Bitte beruhigt euch, ja. What? How dare you? I am perfectly calm, young man. No need to get angry with him, ma'am. I take full responsibility for stopping the clinical trials. We're doing everything we can to improve the devices. We just need a little more time. Please, will you bear with us? Okay, chill out. Well, I suppose I can hold out for a little while longer. A lot of people are counting on you, Dr. Mathis. Don't let us down. Ja, die war ja entzückend. Du warst höflicher, als sie jetzt verdient hatte. Ja. She certainly made an impression. I guess I was a little overwhelmed. But I'm sure lots of other people share her feelings. Anyhow, we have a lead. I can't spend time moping. If I can just find Celsius again, I think I'll have a chance at the answer. I need to get back and review all the info just one more time. Okay. Und Kapitel 3, Ende. Was? Wir müssen nur noch Celsius suchen. Celia, Outfit 2, Jewel, Zauberschild. Okay. Just for the lols. Yay. Okay. So, lass mal hier gucken. Feuerbogen und also was. So, das ging ja mal wieder ausgesprochen schnell. Ich bin versucht, das Viech hier kaputt zu hauen, aber wir haben keine Chance gegen das Viech, sagen wir doch mal ehrlich. Katze. Nicht da. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne?
Wir haben noch 20 Minuten so ungefähr. Und versuchen die Katzen zu finden noch, die in Fenmont in der Nähe waren. Ja, ne, die Tango-Maske, ich Idiot. Gehen wir nach Duval. Warum kann ich jetzt nicht nach Duval? Okay, war irgendwie eine... Okay, ich konnte nach Duval gehen anscheinend, aber jetzt kann ich es nicht mehr. Was zum Teufel? Okay, er regt mich noch ein bisschen auf jetzt. Doch, jetzt ist es immer noch da. Jetzt ist es wieder da, okay. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt verpasst war gewesen wäre, ne? Ich so gerage, ne? So, ich habe eine Tango-Maske, du Typ. Wow, danke, vielen Dank. Ihr habt mein Zeug von dieser lästigen, diebischen kleinen Katze gerettet. Ihr habt mir wirklich aus der Patsche geholfen. Ich bin euch so dankbar. Super duper dankbar. Ich könnte weinen. Schon gut. Genug der Dankbarkeit. Tut mir leid, ich war nie gut darin, mein Gefühl für mich zu behalten. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich frage mich, ob das gut fürs Geschäft ist. Ach, macht euch darum aber keine Sorgen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Immer noch Weihnachtsmotten an. Und das wäre? Ach, das war ich. Das wäre? Seht her, mein Pokergesicht. Wunderbar. Warum ist er weggegangen? Ja, ihr könnt jetzt gar nicht sehen, dass ich gerade erröte. Ich bin völlig gelassen, die Ruhe selbst. Ein paar Anfänge wie ihr haben keine Chance gegen mich, wenn ich mein Pokergesicht aufsetze. Er wirkt jetzt auf jeden Fall anders. Irgendwie aber unheimlich. Na, wie wär's? Wollt ihr mal probieren, ob ihr meine Gefühlsregung entlocken könnt? Haha, ich hab's euch nicht gesagt. Probiert es ruhig einmal aus. Ihr könnt mein Pokergesicht nicht durchschauen. Niemand kann das. Ach, wirklich? Ich liebe Herausforderungen. Wir sorgen dafür, dass du puterrot wirst im Gesicht. Okay, was ist das? Stimmt's, Ludgar? Ja. Aber mein Gesicht ist bereits rot. Ihr seid machtlos. Muhaha. Was stand da gerade? Mächtiger? Ne, maskierter. Hey, ich meinte das Gesicht unter der Maske. Mann, jetzt kommt sie gleich mit ihrem Pokergesicht. Ganz genau, gib dich deiner Emotion hin, stell deine Gefühle voll stolz zur Schau, das wird dein Verderben sein. Weißt du, was du brauchst, ist diese Maske, weißt du was, du brauchst diese Maske dringender als ich. Ich leihe sie dir aus, während du dein Pokergesicht arbeitest. Was auch immer. Okay, das war ein merkwürdiges... Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Das war ja. Wenn ich weiter weiß, wenn ihr mal nicht weiter wisst, einfach ja sagen. So mache ich das. Erledigung melden. Du gibst genug Punkte, sehr schön. Yay, Bronzemedaille, sehr schön. Wir sind Bronze. Wir haben Code J Disc 2. Können wir auch machen. Erwachen. Tun wir erstmal so klein Zeug abgeben. So, Bronzemedaille. Ja, aber Tertalion, guck, jetzt muss ich die Viecher erlegen, leck mich. So, das hier können wir abgeben. Von Hideo Baba will eine Harpin-Schneider haben. Hier, versiegelte Fantasia. Ne, Exilia, weiß ich jetzt nicht. Schon wieder vergessen. So, Silberabzeichen kann ich nicht machen. Ach. Megatornado, was? Objekt Obsidian, Ort Lafort Forschungszentrum. Ja, da können wir auch mal reingehen. Ja, wir haben noch Zeit, vielleicht machen wir irgendwas hier. Spuren der Bruderschaft, Teil 2. Dann holt sie und bringt sie zur Spyros AG. Ludgar und Jude. Ludgar, Jude und Alvin. Schrift der Sechs, ein Dokument im Order Plus. Also ihr seht die Infos im Buch der Sechs, bringt es meinen Freund. Gehen wir mal da hin. Streng geheime Mission. Das können wir irgendwann mal machen. Obwohl, wir könnten mal hier zur Dingens gehen. Arkland. Sumpf. Und hier die Katze finden. So, keine Ahnung. Ich weiß, hab keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir suchen jetzt einfach irgendwie. Wir gehen mal nach Fenmont und da gibt's auch eine Charaktermission. Die fangen wir aber erst nächstes Mal an. Aber jetzt schaffen wir die, glaube ich, nicht, weil ich habe genau das Glück und das ist voll die lange Mission. So, Order Palace und Arkland. Südöstlicher Teil, mein Gott. So, hier. Ich komme mit so Karten nicht klar. Spiderwebs are so gross and sticky and clingy. Indeed.
But we human beings too can be clinging at times. So, können wir das Arkland Sumpfgebiet. Dann kann ich auch hier ein paar Monster niedermetzeln auf Screen. Na ey, du hast mich gesehen. Nein, verdammt, ich wollte das aussammeln. Oh, ich brauche schon wieder Geld, ey. Ron und keine Ahnung. Mein Titel schon mal vorbereiten hier, so Ron Musee und so was. Layout Musee. Ich sitze mich jetzt schon wieder wund irgendwie. Weiß mal, wenn ich jetzt hier eine Katze finden würde. Dann keine Ahnung, die anderen Quests machen wir, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, Zeit haben. Ich habe ja nie Zeit, ne. Ich überlege gerade, ob ich dann jetzt schon die Aufnahmesession beenden soll. Ich habe erst 3 Parts aufgenommen. So alle halbe Stunde immer. 45, was? Okay, Rundenaktion, letzter Widerstand und so ein Zeug. Unterstützungsverschiebung. Bams. So. Kann ich ausgehen, wieder so ein paar Sachen lernen. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. So. Mein Gott, wie viel? So, dann kriegen wir noch hoffentlich so einen Gegenstand von der Katze. Nach diesem Part. Vor dieser Part endet, meine ich. Dann ist schon wieder gut. Das ganze Flüssigkeit, yo. Wap. Irgendwie komisch, dass manche Episoden so schnell vorbei sind von denen. Und manche dauern irgendwie so 2-3 Parts. Aber wenn halt nur so ein kleiner Kampf ist, ist das ja nicht schlecht. Vor allem, wenn man da alle Monster umgeht, so wie ich. Pro, ihr wisst schon. Egal, irgendwann müssen wir die Orte ja auch mal hier erkunden. Hat verbessert, jawohl. Diese ganzen Käse und Obst, was? Okay. Dann werde ich wahrscheinlich ausgehen, wieder die Monster erledigen. Die ganzen Missionen. Wack. Aber das muss unbedingt nicht on-screen gemacht werden, finde ich. Allgemein schon viel uns offscreen machen, deswegen habe ich ja auch jetzt schon irgendwie so was mit 90 Stunden Spielzeit. Das ist nicht normal. Hallo, aber egal, kann man komplett wie möglich alles sehen in diesem Spiel. Also stelle ich mir halt vor, dass verdammt langweilig ist, die ganze Zeit Kämpfe zu sehen. Ausgehen ist eigentlich, oh, eine Katze. Kämpfen das einzigste fast. Hallo, ja. Caroline und Carolines Halsband, sehr gut. Finde ich immer gut, wenn sowas auch auf dem Weg erledigt wird. Muss ich nur noch wissen, ob hier noch so eine Katze ist oder nicht. Wahrscheinlich ist hier so auch noch eine. Immer noch weiter ausschalten. Nein, ich habe jetzt mit Jude, ne? Alternatives Fitzen, ne? Sehr gut. Dieses Spiel ist voll Ludka bezogen, habe ich so das Gefühl. Bin die meiste Zeit nur Ludka am Steuern, aber ist auch ein bisschen blöd, dass er ihn überall mitnehmen muss. So ganz ehrlich. Ja, ne, wie sieht es eigentlich so aus mit Jude? Ja. 6. Ron könnte es auch irgendwie mal ein Freund werden von Ludka mittlerweile. Ups. Weiß nicht, bin ich eigentlich im ersten Teil mit Elise die Meister rumgelaufen, so, und ich bin mit Absicht in den reingelaufen. Aber ich will ein ganz dicker Freund werden von
Dingens Roll. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt hier, dass die Beziehung hier schneller steigt, ob man hier diese verbundenen Arts einsetzt oder so 0815 Arts. Aber na, ein bisschen muss ich ja nur noch mit Roll machen, deswegen können wir halt hier noch machen on screen. Na, wie viel noch? Nicht mehr viel, okay. Deine Art verbessert, sehr schön. Ich muss sowieso noch warten, bis die Katze zurückkommt. Blitzeis, oh. Dunkelheit, Wasser und Erde, sehr schön. Ich glaube, man kann sich auch im PlayStation Network auch einen Extrator kaufen, wo alle Dinger gelevelt werden, alle Elemente. Ja, wie immer ist das. Aber den kann man, glaube ich, auch wieder im Spiel finden. So ganz normal. Ja, das ist der Fesselblemore. Der Fesselblemore. Bams. Hat keinen Inhalt. Normalerweise, wenn ich in die Reihen laufe, einfach so. Wutsch. Zack. Zack. Na toll, das war genau das gleiche. Mein Gott, das ist viel zu lang, das Ding. Oh, verdammt. Auf jeden Fall viel verbundene Arts einsetzt, dann wächst auf jeden Fall die Zuneigung. So. Name des Charakters bitte hier einfügen. Schwarzes Ei, sehr schön. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich irgendwann sehr schön. Taktisches Genie. Ach, du hast jetzt auch alle Fertigkeiten gelernt, ne? Fortgesetzte Beschwörung. Ja, das ist gut. Wo ist es? Das ist bestimmt teuer, ne? Für meine Nacht der Verschwörung viel lang. Okay, sehr gut. Ich dachte eigentlich, dass es, wenn man unterbrochen wird, dass man... Ah ne, das ist wieder was anderes, glaube ich. Glaube ich. Na, guck mal. Boah, der war doch. Bams. Zack. Verdammt. Düdeldeum. Komm schon. Wird ja wohl reichen. Komm mal näher, jawohl. Bams. Schon wieder reichen für Rowan. Jawohl. I'd never have imagined that at this age I'd be spending so much time with a young man like you. Creepy. But ignore my doddering old man nonsense. There's something I want you to have. Speaking with you sends me straight back in time to the vibrant days of my own youth. But sometimes it's not so bad to be a geezer either. Okay. Tanzen wir. Was? Ja. Kriegst du halt Meteorwalzer, was? 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 Meteorwalzer. Ja. Meteorwalzer. Ja. Ja, das hast du von Rowan gelernt hast. Lässt mächtige Steinspitzen aus dem Boden empor schießen. 6 TP kosten nur. Ich habe nur so wenig. Okay. Als nächstes wäre Mila dran wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir haben schon wieder... Oh, da ist ein Loch. Ich würde sagen, wir haben schon wieder zu viel Zeit aufgebracht. Und hier ist nichts. Warum? Deswegen gehen wir zur nächsten Stadt. Geben da die 1-2 Quests ab, die wir erledigt haben. Also mit der Katze.
Komm nach Amel. Immer nach Amel. Da wohnt die Lies. Also nicht mehr, aber ja. Erledigung melden, Bericht. Ja, ne, was ist mit der Katze eigentlich? Ist sie schon zurückgekehrt? Verdammt! Upsala. Hier. Ja, sieht gut aus hier mit den ganzen Beziehungen. Ja, lassen wir erstmal. Können wir irgendwas herstellen, was Spezielles? Wo ich möchte mein Geld nicht schon wieder aus dem Fenster werfen, hallo? Da kommen wir noch gut durch die Gegend. Boah, da waren viele. Ist da irgendwo eine Sephira gewesen, vielleicht? Die wäre nämlich sehr gut. Nein. Heute ging schon AZ, ne. Warum nicht? Meine Katze ist zurückgekehrt, wunderbar. Eine Lachbrille. Gucken wir mal irgendwann an. So, dann fehlen gar nicht mehr so viele. Was fehlt hier noch so? Immer noch die beiden Viecher. Ja, die müssen wir mal. Das hat Viech, das wir mal letztens versucht haben, ne? Ja, das mache ich auf Screen, alles hier so die Gegner erledigen. Den tun wir erstmal aufgeben. Und mal gucken. Verdammt. Ich weiß ja, wo ich die jetzt herbekomme, deswegen. Ja. Fernmond ist noch eine Katze irgendwo. Die suchen wir irgendwann. Aber nicht in dieser Folge. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.